Einen wunderschönen guten Abend, meine lieben Butterblümchen. Hier ist die Schuseline wieder, back in the house. Jo, ich habe ein paar Tage kein Video gemacht, aber ich musste erstmal ein bisschen wieder so zu mir kommen. Ich habe keine gute Nachricht vom Arzt bekommen. Und ja, das musste man erstmal so ein bisschen, nicht Mann, ich, erstmal so ein bisschen verarbeiten. Und ja, da brauchte ich so ein bisschen Zeit. Ne? Manchmal scheißt der Teufel einfach auf den größten Haufen. Das kennen mit Sicherheit eine Menge von euch. Aber wir kommen jetzt zu der heutigen Legung. Das war nur kurz zur Erklärung. Wir kommen zur heutigen Legung. Und zwar stellen wir die Frage, was kommt auf dich zu, womit du nicht rechnest? Was, Entschuldigung, was überrascht dich? Was steht an? Oh, da ist aber einiges gesprungen. Da steht aber einiges an. Holla die Waldfee, meine Gute, du. Da ist ja über die Hälfte vom Bild gesprungen. Na, da bin ich ja mal gespannt. Das wollen wir uns gleich anschauen. Nein. Das wollen wir uns gleich anschauen. Das Ganze einmal durchmischen, eine Kladderadatsch hier. Ich habe übrigens auch aus dem Wald einen Short gemacht, wer das noch nie gesehen hat. Ich würde mich sehr für eure Unterstützung bedanken. Falls ihr es noch nie wisst, ich mache auch Shorts. Übrigens, das ist eine allgemeine Legung. Ne? Also bitte nicht als persönliche Legung sehen und bitte auch nicht als Lebensleitfaden. Falls du mal Bock auf eine Legung bei mir hast, ups, das waren zu viele, kannst du dich gerne melden. Orakelchen, kriegen wir noch eine Karte. Unten in der Videobeschreibung, uiuiui, der Ring. Unten in der Videobeschreibung findest du alles Wichtige dazu. Das hier ist auch, also wenn du Mann bist jetzt in dem Fall, der Mann liebt Mann, der Frau liebt. Völlig egal, es geht hier um die Situation. Ich spreche aus der Sicht einer Frau, die Mann liebt. Einfach um im Fluss zu bleiben. Na? So. So ist das, meine Lieben. Und jetzt go. Na komm, wir machen das anders. Ich bin mit mir gerade am Zweifeln gewesen. Okay, was steht an, womit du nicht rechnest? Oh, es kommt eine sehr herzliche, freundschaftliche Verabredung sozusagen. Das lässt wieder so ein bisschen was wachsen zwischen euch, denn da steht noch eine Unehrlichkeit, eine Lüge, irgendwas steht da noch im Weg, irgendwas steht da noch zwischen euch. Was auf einen freundschaftlichen, netten, ja, herzlichen, der Hund ist ja auch so ein bisschen sprechen ohne Worte, ne, so, das ist eben so eine, auf Seelenebene sich unterhalten auch. Und, ups, Entschuldigung, ich bin ans Stativ gekommen. So, und das steht an, also da kommt, wenn ein Date, ein Treffen, wie kann man es, wie ich es auch immer beschreiben mag, hier geht man offen aufeinander zu. Aber, oh, da drunter schwirrt noch so ein bisschen, und ich würde sagen, sind viele kleine Unehrlichkeiten. Kleine Dinge, die er so verbirgt. Einfach nicht offen macht, ne? Es ist aber trotzdem da. So, jetzt wollen wir mal bei dir hier gucken. Du willst aber Klarheit über Festigkeit oder nicht. Und es steht so, es ist, also du bist, hast eine ganz wichtige Bedeutung in seinem Leben. Ganz sehr, sehr wichtig sogar. Und jetzt kommt es drauf an. Also er lässt im Unklaren, geht es im Positiven jetzt endlich weiter mit euch oder nicht? Das hält er so im Unklaren. Ne? Und er hat einfach da seine vielen Heimlichkeiten. Und wenn du in dieser Situation bist, übernimm da für dich ganz allein die Verantwortung, ab welchem Punkt du sagst, da bin ich raus. Ne? Das ist ganz wichtig, dass hier wirklich jeder für sich selbst schaut, auf dich selbst schaust. Nicht diesem Kartenbild hier blind folgst, niemals irgendetwas blind folgen. Die Antwort findest du nur in dir, weil du musst dich überprüfen, was mit deiner Gefühlswelt los ist, was das mit dir macht, ob es das Beste, das Schlechteste aus dir rausholt, ob du davon profitieren konntest, ob du dich weiterentwickeln konntest oder kannst. Da diese Fragen, die musst du dir einfach stellen, weil ne, nicht für alle bedeutet das hier, harre aus, das wird alle gut, ne? Hier kommt auf jeden Fall, der kommt auf dich zu. Also er will da, er lädt dich ja in gewisser Weise ein. Ich will da nicht sagen, jetzt hier das Candlelight-Dinner unter Mondschein. Aber er kommt da wohl so positiv auf dich zu. Ne? Es bleibt aber trotzdem bei dir auf dem Gefühl, also es ist eine Freude da, die hochkommt bei dir. Trotzdem hast du da noch ganz schön deine Zweifel.
Ganz schön. Und das hat Gründe. Die Gründe sind ganz einfach, dass er dir die Option irgendwie, die Option im Raum steht, dass das was ganz Festes und was ganz Wunderschönes, Verbindliches hier, eine Seelenliebe in gewisser Weise auch ist. Aber eben dieses immer so ein bisschen auf Eis liegt oder ein bisschen im Unklaren lässt. Und das kann auch zermürbend sein. Warte, ich muss das mal eben ein bisschen runterziehen. Ich wollte mal hier oben schauen. So, hier, es könnte sein, dass hier eine Frau, eine weibliche Person zwischen euch irgendwie integriert, Quatsch, tratscht, vielleicht auch einfach zwischen euch steht. Es kann aber auch sein, dass es einfach eine sehr komplizierte Geschichte ist. Und hier kann ich dir sagen, du steckst da in einer, ich will immer ehrlich sein, was mir das Kartenbild sagt, das will ich euch auch wiedergeben. Du steckst hier wirklich in einer sehr, sehr großen Herausforderung in deinem Leben. Welchen Weg schlägst du ein? Wie gehst du? Das ist so, so wichtig jetzt alles für dich, was du gerade erlebst. Das glaubst du nicht. Ich meine das echt ernst. Und jeder, der hier betroffen ist, ob es Dreiecksbeziehung oder nicht, lassen wir mal dahingestellt. Darum geht es auch jetzt nicht. Ne, wenn wirst du es wissen. Also wenn weißt du es. Das ist für euch alles so, so wichtig jetzt gerade. Es wird euch aber erst, es zieht sich. Ja, vielleicht sagst du, es zieht sich doch schon eh so und so lang, oder? Es ist noch nicht so lang. Da steht jeder woanders. Aber das ist eben so ein langsames Verwurzeln, aber auch das langsame Verwurzeln des Wachstums, ne? Und der ist immer wieder für Überraschung gut, der Herr. Was du nicht kommen siehst, haben wir ja gefragt ganz am Anfang, ne? Und ich kann dir sagen, was du nicht kommen siehst, ist auf einmal ein Schritt auf dich zu von ihm. Also wirklich, trotzdem hast du da, bist du da noch mit Vorsicht, genießt du das Ganze. Und das ist auch gut so. Denn du fühlst, du weißt, du ahnst, was auch immer. Das sind Sachen einfach viele kleine, vielleicht eine Sache. Je nachdem, wo du stehst, wo ihr steht, ne, wie deine Situation ist. Aber die sind noch im Wege und die sind noch nicht ausgeräumt. Und solange ist das Ganze auch nicht aufgelöst und ihr könnt in diese Festigkeit nicht gehen. Ne? Okay, jetzt haben wir hier noch zwei K. Ach, du grüne Neune. Ja, das ist ja jetzt krass. Das Nest und der Ring. Also das Nest erstmal, hier können Schwangerschaften. Natürlich auch, ne, das Nest, der Nestbautrieb, aber in erster Linie geht es einfach darum, sich gemeinsam eben, wie das Haus hier auch aussagt, ein Nest zu schaffen. Und der Ring zeigt einfach an, dass eine baldige Verbindung stattfindet, also eine Vollendung sozusagen eines langen Weges. Also noch schöner hätten diese beiden Karten wirklich nicht sein können. Es ist der langsame Weg der Verwurzelung des Nestbaus sozusagen, um am Ende aber in diese Vollendung zu kommen, miteinander. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ich ziehe euch noch einen inneren Buddha. Ich würde mich übrigens über so ein Däumchen da oben freuen, ne? Ihn so als Wertschätzung. Ich meine, das kostet euch ja nichts, ne? Und wenn du auch kostenloses Mitglied hier, also kostenloser Abonnent werden willst, Mitglied unserer Butterblümchen-Gang, einfach abonnieren, Glocke aktivieren und ab geht die Post mit Juseline. So. Und ja. Da wollen wir mal einen inneren Buddha ziehen. Habe ich den Daumen nach oben schon erwähnt? Der größte Fehler ist es, keine Fehler machen zu wollen. Das ist wirklich. So lernt man doch nicht, Leute. Lerne über dich selbst zu lachen. Oh, das ist so, so wichtig. Ich musste das auch erst lernen, als ich noch ganz jung war. Aber es war mir immer wichtig, dass ich mich selbst auch mit Humor nehmen kann und auf die Schippe nehmen kann. Ich mag, ich kann mich wunderbar selbst auf die Schippe nehmen. Ich kann über mich selber lachen. Und ich kann meine Probleme, meine Baustellen ganz klar benennen. Also ich habe da überhaupt keine Probleme mit. Ich kann auch Menschen schwer nachvollziehen, die da so Schwierigkeiten mit haben, weil wollen wir alle weiter eine Maske tragen und nach außen hin den alles wunderbar, alles toll darstellen. Und das alles mit den Rest mit uns allein, die schweren Anteile, die leidvollen Anteile mit uns alleine ausmachen, wollen wir das? Das wollen wir doch nicht. Also müssen wir uns gegenseitig auch wieder erlauben, authentisch und egal, auch wenn es nicht
deiner Vorstellung entspricht oder nicht dem, was du vielleicht richtig finden würdest. Lass den anderen einfach diesen Raum, authentisch zu sein und die Erlaubnis auch. Und unterstützt euch eher gegenseitig darin. Ne? Ja, ich mochte die etwas anderen schon immer sehr gerne. Da bin ich immer sehr gut mit klargekommen. Ich war ja schon. Nun, die schwarzen Schafe untereinander, die erkennen sich, ne? Ich war ja auch so ein besagtes schwarzes Schaf der Familie. Ich hätte jetzt fast gesagt, der Schandfleck, aber nein. So weit wollen wir nicht gehen, aber auf jeden Fall, wenn ich manchmal an beiden vorbeigehe und sehe Schafe, ne, da sind ja schwarze und weiße, dann denke ich immer, Mensch, ich wäre dann hier, ich gehöre zu euch Jungs, zu den Schwarzen. Jungs und Mädels. So, ich würde sagen, an der Stelle mache ich auch einen Cut. Wir sehen uns morgen. Morgen, Leute, hört zu, morgen gibt's du, er, sie. Gegenüberstellung, Dreiecksbeziehung. Ich habe geguckt, ist 2 Wochen her, dass wir es gemacht haben. Morgen ist wieder Stichtag. Und ja, heute drücke ich euch einfach, ich wollte euch einfach noch ein Video rausschicken. Ich wollte euch nicht zu lange warten lassen. Und ja, ich bin froh, dass ich euch habe. Und egal wie schwer, egal was kommt, Leute. Manchmal kommt hier, wenn ich gerade die Sense sehe, kommt eine Nachricht, bombs, mal so ins Leben geschmettert, was von einer Sekunde auf der anderen alles verändert. Und das passiert sehr oft. Und deswegen hier habe ich die intuitiv schon hier hingelegt. Also es kann ganz plötzlich dann kommen, dieser Wunsch wirklich, das gemeinsame Nest zu bauen, sinnbildlich und eben diese Vereinigung oder Vollendung einzugehen. So, das war's von mir. Tschüss mit euch, Leute. Macht es gut. Schwing de Hut.